Sehr gut. Alle Männer sind unsensibel und können nicht über Gefühle reden. Alle Frauen können nicht gut Auto fahren. Okay, ich weiß nicht, ob etwas geschossen wird. Alle Berner reden langsam. Alle Velofahrer, zumindest in der Stadt Zürich, fahren bei Rot über die Ampel. Alle Christen, wie würdet ihr den Satz fertig machen? Wie würdet ihr sagen, was ist das Zeugnis von uns als Christen? Für was sind wir bekannt in dieser Welt? Über das wollen wir uns heute ein bisschen Gedanken machen. Das Zeugnis von unserer christlichen Gemeinschaft. Und wir sind fast am Ende von unserer Serie «Gewöhn dich an Gemeinschaft». Und wir haben so verschiedene Beziehungskreise angeschaut. Wir haben beim ganz engen Beziehungskreis angefangen, bei engen Freundschaften. Und wir haben gesagt, die Gemeinschaft, die christliche Gemeinschaft, ist ein riesiges Geschenk. Die Volkskrankheit, Einsamkeit, die am Toben ist. Und Gemeinschaft ist eine Medizin, ist ein Geschenk, ist etwas Wohltuendes, etwas Wunderschönes. Und im zweiten Teil haben wir so einen grösseren Kreis angeschaut, von so 10, 15 Leuten. In unserem Kontext unsere Small Groups, unsere christliche Kerngemeinschaft. Und dort haben wir das Thema gehabt, Gemeinschaft als Werkstatt. Und Johannes hat darüber geredet, dass in diesem Setting, da wachsen wir, da fielen wir. Das ist manchmal schon ein bisschen schmerzhaft, aber es ist ein Ort, wo wir wachsen können, wo wir uns verändern können, wo wir mit unangenehmen Sachen konfrontiert werden. Und wir haben über die Gewohnheit von dem geredet. Und letzte Woche hat der Joni über nochmal einen grösseren Beziehungskreis geredet, und zwar von der lokalen Ortsgemeinde. Die christliche Gemeinschaft, wir, in unserem Fall jetzt GVC Zürich Oberland, oder wenn du zu Besuch bist, oder vielleicht bist du einfach reinschauen, einfach deine Gemeinde, oder da, wo du drin bist, Teil von deiner lokalen Ortsgemeinde bist. Und heute möchten wir den Beziehungskreis noch grösser machen, und jetzt machen wir so richtig, richtig gross, grösser geht gar nicht mehr, für die christliche Gemeinschaft. Und zwar wenn wir heute die globale Kirche anschauen. Der Lieb Christi oder eben die Christen. Und was haben wir für ein Zeugnis? Unsere Gemeinschaft als Zeugnis für die Welt. Und das Problem ist mit den Christen, mit uns Christen, ist, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du dich für Jesus entscheidest und dich auf die Reise machst, auf das Abenteuer vom Glauben, die aufmachst, gehörst du automatisch zu den Christen. Und das gefällt dem einen besser und dem anderen weniger gut. Aber wir können uns nicht auswählen. Wir sind in diese Familie geboren, ihnen adoptiert worden, sagt die Bibel. Und darum sind wir, eben, ob wir es wollen oder nicht, Teil dieser Gemeinschaft und müssen uns so mit dieser Gemeinschaft auseinandersetzen. Und heute möchten wir die Gewohnheit von der Gemeinschaft im Kontext der globalen Kirche anschauen. Mal schauen, ob wir zu einer Gewohnheit kommen, die mit der globalen Kirche zu tun hat. Ich hoffe es. Aber wenn wir den Satz starten mit «alle Christen», dann würde ich mir wünschen, dass nachher was kommt, ist so, alle Christen sind bekannt für Liebe, für Freude, für Freundlichkeit, für Geduld, für Rücksicht, für Selbstbeherrschung. Sehr gut, da kann ich glatt der Fünf auswendig. Frucht vom Heiligen Geist. Und ich würde mir wünschen, dass wir bekannt dafür sind, dass was der Paulus sagt, was passiert, wenn der Heilige Geist in uns wirkt. Der Charakter, der sich entwickelt, dass das ist, was uns bekannt macht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so beim Arbeiten oder irgendwo im Quartier unterwegs seid und jemand erfährt, dass ihr Christ seid. Bei mir war es immer so als Teenie, wenn ich erzählt habe, ich bin Christ, ich gehe in die Kirche und so. Die ersten zwei Sachen, die ich kam, vielleicht kennen es die einen oder anderen auch noch für ihre Jugendzeit, ist das Erste so, oh, dann darfst du keinen Sex vor der Ehe haben. Das ist jetzt irgendwie kein Thema, weil ich seit 10 Jahren geheiratet bin, interessiert das niemand mehr. Und das Zweite war, dann musst du 10% von deinem Geld abgeben, oder? Das sind die zwei wichtigsten Fragen, die junge Leute mich gefragt haben, so, okay, das bedeutet, wenn du Christ bist, heisst das, kein Sex vor der Ehe und 10% abgeben. Vielleicht ist es heutzutage manchmal leider, wenn man so sagt, hey, wir sind Christ, ist vielleicht nicht ausgesprochen, aber häufig denkt ihr so, intolerant, altmodisch, vielleicht homophob, was auch immer, all die Sachen, die wir anscheinend dagegen sollten sein oder nicht dürfen und müssen. Und wir möchten heute so ein bisschen sagen, was ist denn unser Zeugnis in dieser Welt? Was glauben wir, dass Gott möchte?
wie der Satz soll fertig gehen. Alle Christen. Alle Kinder von Gott. Alle Nachfolger von Christus. Und ich möchte euch ein bisschen mit Ihnen nehmen in die Bibel, was ich glaube, was wir dort so ein für Anhaltspunkte haben. Und dann probiere ich am Schluss eine Gewohnheit, die wir uns herausnehmen können, mitzugeben. Damit wir ein paar Zürich-Oberländer die Welt verändern können. Das Image der Christen verändern. Der erste Punkt, und alle meine Punkte sind heute nicht, es wird kein Aha-Moment geben, wo etwas ganz Neues ist, aber ich möchte uns damit konfrontieren, leben wir es denn auch? Auch wenn wir es schon wissen, leben wir es denn auch in unserem Alltag? Der erste Punkt ist, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Das heisst, du und ich, wenn du Jesus nachfolgst und wenn nicht, dann ist es schön, dass du da bist und dass du dich wohlfühlst. Aber wir, die mit Jesus unterwegs sind, die ihm schon nachfolgen, die irgendetwas entdeckt haben bei ihm, die sagen, hey, weißt du, ich habe ein Leben bei Gott entdeckt, das so viel besser, so viel schöner ist als ein Leben ohne Gott. Wir, die ihm nachfolgen und Teil von seiner Familie sind, wir sind gesegnet und wir sind geliebt und wir sind angenommen. Aber nicht nur für uns selber, damit es uns gut geht und wir hier eine schöne Zeit als Kirche haben und als Christen haben, sondern wir sind immer gesegnet, damit wir ein Segen sein können für andere. Und das sehen wir durch die ganze Bibel durch und ich habe einfach so ein paar Beispiele. Zum Beispiel der Abraham. Ganz am Anfang, wo Gott ihn auserwählt und ihn segnet, steht im 1. Mose 12, Vers 2 bis 3, ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich werde dich segnen und deinen Namen überall berühmt machen. Ohne Instagram. Du wirst für viele Menschen ein Segen sein. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Und wer dir Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Und dann steht, durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Also Gott fängt die Geschichte mit dem Abraham an und die Familie wächst in ein riesen Volk, das Volk Israel. Immer mit der Absicht, durch das Volk und durch die Familie, die er auserwählt hat, alle Völker, die ganze Welt zu segnen. Das ist die Absicht von Gott, das ist die Mission von Gott. Missio Dei, die so in der Theologie unterwegs sind, gibt verschiedene Definitionen von Missio Dei, aber was wir glauben, was Missio Dei ist, ist das, was Gott am Machen ist. Gott ist sein Königreich am Bauen, Gott ist dran, Beziehungen wiederherzustellen, Gott ist dran, Zerbrochenes wieder schön zu machen. Und er wählt das Volk, er wählt Menschen aus, um das zu machen, durch die durch. Wir lesen nachher später, dass Jesus das ganz ähnlich seinen Jüngern auch mitgibt. Bekannte Verse, wenn er schon länger in der Kirche unterwegs ist und so ein bisschen christlich sozialisiert ist. Matthäus 5 in der Bergpredigt, Vers 13 bis 16. Dort steht, ihr seid das Salz der Erde. Dann springen wir ein bisschen, dann steht, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also auch Jesus wiederholt und sagt, hey, ihr seid auserwählt, ihr seid geliebt, ihr seid Teil von meiner Jünger, aber ihr seid berufen zum Salz und zum Licht sein. Und nicht einfach für uns selber, und wir hier etwas drüber stellen, damit wir ein bisschen Licht haben, sondern wir möchten das Licht sein für alle im Haus, dass alle im Haus das Licht bekommen. Also er wiederholt den Plan, dass wir gesegnet sind, dass wir auserwählt sind, dass wir geliebt sind für andere, damit andere dafür sehen, was es bedeutet, mit Gott im Frieden zu leben, ein Leben in der Fülle zu haben, was er uns versprochen hat. Und noch eine weitere Bibelstelle, die haben wir jetzt, glaube ich, fast jeden Sonntag mal so kurz aufgenommen, ist Apostelgeschichte 2, so die erste Beschreibung der Christen. Dort lesen wir Folgendes im Vers 46 bis 47. Einmütig und mit grosser Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in den Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten,
und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, so dass die Gemeinde immer größer wurde. Also es steht, in der Beschreibung steht es so, wie die Treffen ausgesehen haben, mit Freude, mit einem Gemeinsamen, mit ganz wenig Egoismus drin, sondern ganz viel gemeinsame Ausrichtung auf Gott und was er am Machen ist. Und nachher steht, das ganze Volk hat ein höchstes Ansehen von diesen Christen. Alle haben irgendetwas gesehen und haben gesagt, oh wow, irgendetwas passiert da. Und es steht, dass jeden Tag hat Gott neue Leute gerettet. Jeden Tag ist die Kirche gewachsen. Und das bringt Probleme mit sich. Also so ein bisschen Logistik, Miete und Zeug und Sachen, Jüngerschaft, Leidenschaft. Aber Gott hat die erste Gemeinschaft gebraucht, um in die ganze Stadt, in ganz Jerusalem zu wirken. Und auch wir, GVC Zürich Oberland, wir möchten das. Oder? Wir möchten, unser Visionsbild ist Licht im Tal. Haben wir letztes Jahr so ein bisschen mitbekommen und gehört, wir möchten gerne ein Licht sein in diesem Tal. Und nicht nur, wenn du jetzt, wer ist vom Ahrtal? Wer wohnt im Ahrtal? Das habe ich fast erwartet. Genau. Nicht nur das Licht im Ahrtal, wenn wir uns da treffen, sondern da, wo wir sind, im Zürcher Oberland, sogar bis auf die Stadt Winterthur und die Stadt Zürich. Da, wo wir sind, möchten wir Licht sein, möchten wir das Licht rausbringen. Und das ist unser Herz, unser Ziel. Und was es braucht für das, ist, dass wir ein gutes Bild von dieser Welt haben, ein gesundes Bild von dieser Welt haben. Ich glaube, es kann so schnell passieren, dass wir so ein findliches Bild von der Welt bekommen. Oder so Christen gegen die Welt und wir fangen an, Mauern zu bauen und uns abzuschotten, weil wir Angst haben und das Gefühl haben, die böse, böse, böse Welt. Und es ist nicht ganz so schwarz, wie man sagen, die Welt ist super und alles draussen tut dir gut. Und wir haben letzte Woche, Dioni hat den Begriff gebracht, einen wunderschönen Widerstand gegen eine Welt ohne Gott. Ich finde das cool, einen wunderschönen Widerstand gegen eine Welt ohne Gott. Wir möchten einen Widerstand leisten, aber voller Liebe, dienend, in Demut dieser Welt gegenüber den Menschen gegenüber. Weil wir glauben, dass jede einzelne Person auf dem Planeten, der jetzt gerade schnauft, geliebt und gewollt ist von Gott. Dass es keinen Mensch gibt, der nicht geliebt ist von Gott. Und darum möchten wir nicht einfach Finden sehen. Der Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, andere Menschen sind unsere Finden. Sondern wir möchten sehen, dass es Geschöpfe sind von Gott, Ebenbilder von ihm und möchten die Liebe, möchten das Reich, das wir innen erleben, nach außen strahlen. Genau, ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass wir an dieser Grenze leben, wo das Reich Gottes ist. Wir leben in dem Reich, wir haben einen Schatz entdeckt, eine Fülle vom Leben entdeckt, eine Freiheit entdeckt, die Liebe von Gott, die wir vorher gesungen haben, entdeckt. Aber jetzt schauen wir zu all denen, die das noch nicht kennen. Und wir strecken uns aus und wir erzählen einfach von Gott. Nicht, weil wir sie von etwas überzeugen, was gar nicht so gut ist und wir probieren es noch besser zu machen, als es ist, sondern weil wir glauben, dass es das Beste ist, was es gibt. Der Schatz, der vergraben ist im Feld, wo jemand bereit ist, alles dafür aufzugeben, wenn er mal verstanden hat, was es ist. Und das ist so unsere Aufgabe, dass wir am Rand von dem Königreich stehen, dort drinnen leben und wir machen es alle nicht perfekt. Das ist eine Illusion, aber wir lernen immer mehr, so zu leben, wie es Gott eigentlich geplant hat. Wir kommen in die Fülle rein und dürfen einfach anderen sagen, hey, du glaubst nicht, dass wir das entdeckt haben. Du musst unbedingt mal mitkommen, du musst unbedingt mal von dem Jesus hören. Wenn du nicht magst, selber erzählen kannst, kannst du sie in die Kirche bringen, dann erzählen wir ihnen von Jesus. Aber das ist, was wir machen. Wir leben in dieser Welt, aber wir sind von dieser Welt. Und der zweite Punkt, den ich mitgeben möchte, ist das grösste Merkmal von uns. Ich sage jetzt mal, als, nicht als Konjunktiv, sondern ist Nächstenliebe. Das grösste Merkmal von uns Nachfolger von Jesus ist Nächstenliebe. Es ist das Zentralste, das Explosivste, was Jesus gelehrt hat, ist, dass am Zentrum steht die Liebe von Gott. Und unsere Liebe für Gott und unsere Liebe für die Mitmenschen und uns selber. Matthäus 22, Vers 37, fasst er, Jesus schreibt eine Zusammenfassung, oder? Kennt jemand Blinkist, wo man so Zusammenfassungen von Büchern holen kann? Jesus schreibt eine Zusammenfassung vom Alten Testament in zwei Versen. Es sind vier Versen, aber immerhin. Er wird dann gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Was ist das Zentrale an der hebräischen Bibel, an der jüdischen Bibel dazumal? Was ist das Wichtigste? Und er antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand.
Also er zitiert das als Gebetsschema. Und er sagt, dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Also Jesus sagt, hey, ganz einfach zusammengefasst, um was es geht, ist, dass wir Gott lieben mit all dem, was wir haben. Nicht mit dem, was wir nicht haben, mit allem, was wir haben. Mit dieser Kraft, mit diesem Verstand, dass wir alles daran setzen, ihn zu lieben. Die Beziehung mit ihm zu pflegen. Und als Resultat von dem, wenn wir ihm seine Liebe immer wieder empfangen, dass wir Menschen, unsere Mitmenschen, unsere Nächsten und auch unsere Finden lieben, so wie wir uns selber lieben. Das ist die goldige Regel. Und es ist mega spannend. Das Christentum hat sich in der ersten, jetzt wird es ein bisschen nerdy, dürft einfach abschalten, schnell warten bis zum dritten Punkt, wenn es euch nicht interessiert. Aber das Christentum hat sich in den ersten paar Jahrhunderten, bevor es nachher so ein bisschen offiziell als Religion vom Römischen Reich gemacht wurde, hat sich verbreitet. Und zwar hauptsächlich nicht auf die Art und Weise, wie sich sonst eine Philosophie oder eine Religion verbreitet hat. Dazu haben nämlich die Eliten und die Philosophen und alle Gescheiden zusammengekommen und haben debattiert. Und sie haben Ideen, Philosophien und Sachen haben sie miteinander austauscht und haben dann zusammen entschieden, was macht am meisten Sinn, was ist die beste Philosophie. Und der Paulus macht das auch ab und zu, er geht auch in das Gespräch rein. Aber Kirchengeschichtler und Leute, die sich damit befassen, sagen, was das Christentum wirklich zum Wachsen gebracht hat, ist, dass Christen geliebt haben. Dass Christen in Zeit von Krisen, von Plagen, von Krankheiten, sie waren die, die in Konflikt reingegangen sind. Es waren die, die, wenn alle anderen weggelaufen sind von irgendwelchen eben, Aussetzungen oder Krankheiten, wo man Angst hatte, das ist eine Strafe von Gott, haben sie Theologie von einem Gott, der gut ist und Krankheit nicht eine Strafe, die Gott bringt, sondern einfach die Konsequenz von unserer Welt, in der wir leben. Und sie sagten, weißt du, ich habe keine Angst vor dieser Person, vor dieser Krankheit. Ich bin überzeugt, ich werde mit Gott ewig leben und habe nichts zu verlieren. Sie sind gegangen und haben sich um Leute gekümmert und haben Leute geholfen und Leute dient. Und das hat der Allgemeinheit so Eindruck gemacht. So viele Menschen haben gesagt, hey, was ist mit diesen Christen los? Was glauben die? Was machen die? Weil sie so anders gelebt haben. Und ich finde das mega spannend. Das ist nicht in erster Linie ihre Ideen und gescheite Sachen, sondern ihr Ausleben von der Nächstenliebe, wo das Christentum hat geholfen hat, zum Wachsen vorwärts zu gehen. Ich habe daheim so zwei Schinken, so richtig dicke Bücher. Die dicksten zwei, und ich habe sie schon ein paar Mal aufgeschlagen, aber noch nicht wirklich viel Fortschritt gemacht beim Lesen. Das eine ist ein Buch von Tom Holland, das heisst Dominion. Und das andere ist ein Buch von Markus Spiker, das heisst Jesus, eine Weltgeschichte. Und die beiden Autoren, die schauen die Geschichte vom Christentum an. Ich glaube, Markus geht noch ein bisschen weiter zurück, wenn es mir richtig ist. Aber sie schauen die Geschichte vom Christentum an und schauen, was hat das für einen Einfluss auf unsere Gesellschaft, die wir heute drin leben. Und sie sagen beide, dass die Werte vom christlichen Glauben, die Jesus gebracht hat, die für uns zum Teil in der westlichen Welt schon selbstverständlich sind, der Wert von einer Person, dass jede Person gleich viel wert ist, Mann, Frau, Sklave, Herr, das kommt alles, ist auf dem Boden vom christlichen Glauben gewachsen. Das ganze Sozialwesen, dass man sich um die Schwächeren kümmert, für die Schwächeren einsetzt, das ist alles auf dem Boden von diesen Werten vom christlichen Glauben gewachsen. Und ich finde das spannend, und jetzt nicht, dass wir uns selber auf die Schulter klopfen, wie super sind wir, aber spannend, dass was Jesus gebracht hat, das Explosive, wo wir vielleicht heute manchmal denken, so, ah ja, das klar, machen wir ja alle, oder? Das ist revolutionär, was Jesus da gebracht hat. Die Idee von anderen Menschen, einfach auf der Tatsache, dass sie Menschen sind, dass sie Ebenbilder von Gott sind, zu lieben, zu ehren und sie als wertvoll zu sehen, finde ich mega, mega spannend. Ein dritter Punkt, und der Joni hat da letzte Woche auch eigentlich fast ähnlich oder fast gleich gebracht, aber passt genau gleich auch in das rein, wenn wir uns als Christen, als der lieb Christi Gedanken machen, ist, wir sind eine Einheit trotz Unterschiedlichkeit. Also das Bild von Paulus, das er im Römer 12 und im 1. Korinther 12 braucht, wo er sagt, hey, wir sind wie der Leib und jeder von uns ist ein anderes Teil von dem Leib. Und wir sind alle Teil von dem gleichen Leib, aber
wir sind so unterschiedlich und haben unterschiedliche Begabungen, aber wir sind alle Teil von dem, weil wir verbunden sind mit Jesus. Ich lese euch schnell vor, einen Ausschnitt davon, Römer 12, Vers 4 bis 5. Dort schreibt der Paulus: Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Es ist wie bei unseren Körpern. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Und bei dem Bild, aber das funktioniert super, wenn man es umschaut, schaut mal schnell um, rechts, links, sieht ihr jemanden, der genau gleich aussieht. Wir haben, glaube ich, Zwillinge, wahrscheinlich bei den Kids hinten, oder? Wir sind ein unterschiedlicher Haufen, es dürfte noch unterschiedlicher werden und sein, aber wir sind unterschiedlich, unterschiedliches Alter, Herkunft, Talent, alles Mögliche, aber wir sind alle Teil vom gleichen Leib. Aber jetzt, wenn wir könnten, würde ich es lieber, wenn wir könnten, so auf der Google Earth rauszoomen und mal schnell in alle anderen Kirchen hineinschauen, die jetzt gerade am Gottesdienst machen sind. Wenn wir könnten schauen, wie die Kirche zu Wetzig und die Kirche zu Oster und sogar die in Adelboden alle zusammen so unterschiedlich sind und irgendwie unterschiedlichen Ausdruck haben, aber wir alle zusammen sind ein Körper, sind Teil von einem Leib. Und in der Vorbereitung und auch in Bezug auf mein Studium habe ich mich so mit Denominationen befasst. Warum gibt es verschiedene Denominationen? Ist das gut? Ist das schlecht? Ich möchte da jetzt nicht zu lange ins Detail gehen, aber ich habe von Tim Keller gelesen, wo er ein bisschen erklärt hat und gesagt hat, weißt, in einer Welt, wo alle sich Christen waren, gefühlt im Westen vor 200, 300 Jahren, da hat es absolut Sinn gemacht, dass man sich als Kirche profiliert hat und unterschieden hat von anderen Christen und anderen Kirchen. Man hat gesagt, hey, wir sind im Fall nicht wie die, weil wir glauben etwas anderes. Und wir sind nicht wie die, sondern wir praktizieren es irgendwie ein bisschen anders. Und man hat sich voneinander distanziert und sich definiert über die Unterschiede zu anderen Kirchen und anderen Christen. Und das hat in dem Kontext Sinn gemacht und hat funktioniert, weil man wollte Identität stiften, wer sind wir. Aber heutzutage sieht die Welt anders aus. Wir sind nicht mehr in einer Welt, wo alle einfach Christen sind und wir können uns einfach noch Nuancen unterscheiden, wie wir glauben und wie wir es praktizieren, sondern wir haben eine riesige Welt, die uns zuschaut. Und wir dürfen weiterhin uns gegenüber allen anderen profilieren und definieren. Also ich weiß nicht, wie fest das bei euch passiert, aber ich höre das immer wieder. Dass wenn man gefragt wird, wie ist denn GVC? So, ja, die Musik ist ein bisschen besser als bei den Reformierten. Und das Licht ist ein bisschen dunkler als bei Disney. Und das ist ein bisschen wie bei den Katholiken. Keine Ahnung, aber so ein bisschen, dass man sich probiert, so gegen die anderen abzugrenzen. Und Tim Keller sagt, hey, wir müssen anfangen, uns gegen die Werte der Welt zu definieren. Sagen, hey, wie sind wir denn anders, als wie die Welt funktioniert? Und ich finde das etwas mega Schönes und ich erlebe das persönlich immer wieder, höre es immer wieder, zum Beispiel, es wird ein bisschen, vielleicht für gewisse ein bisschen unangenehm, aber habt ihr auch schon gehört, wenn so über Katholiken geredet wird, die nicht gerettet sind, die nicht Christen sind, sie sind halt Katholiken, aber dann hat sich einer für Jesus entschieden von den Katholiken. Und ich habe immer ein bisschen Mühe mit dem, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin diese Woche mit einem Priester zusammen, wir hatten so ein Allianzgebet in Zürich. Mit einem Priester zusammen haben wir gebeten. Und hey, wie er mich gesegnet hat, wie er geteilt hat von seinem Herz für seine Menschen in seinem Bezirk, wo er arbeitet. Hey, das war wunderschön gewesen. Und ich sehe nicht ins Herz hinein. Aber ich würde meine Hand jetzt fühlen und sagen, hey, der liebt Jesus, der liebt Gott und der liebt Menschen. Und der gibt sein Bestes in seinem Kontext inne. Menschen das Reich Gottes zeigen und zeigen, wie schön das ist. Und ja, es gibt ganz sicher bei den Katholiken Leute, die es aus Religion und Tradition heraus machen. Ganz sicher. Aber wisst ihr was, gibt es bei uns, glaube ich, auch. Es gibt, glaube ich, bei uns auch Leute, die da rein sitzen und nicht, ich will niemandem unterstellen, dass es absichtlich ist. Aber wir sind alle auf einer Reise und vielleicht gibt es auch da Leute, die einfach kommen aus Tradition, Religion, aber das persönliche Feuer, die Beziehung mit Gott, ist gar nicht so lebendig. Und so denke ich, in jeder Kirche findest du wahrscheinlich die und die. Wahrscheinlich findest du in jeder Kirche die Jesus lieben, hoffentlich. Jesus lieben im Nachfolgen, ihr Bestes machen, die Bibel zu lesen, zu verstehen und anzuwenden. Und dann findest du die anderen,
hoffentlich das noch weitermachen. Aber keine Kirche würde ich jetzt sagen, kann man einfach so pauschal sagen, dass die machen alles falsch und wir in der GVC, wir machen alles richtig, oder? Und dann möchte ich uns einladen, schon? Aber ich möchte uns einladen, im Umgang mit anderen Kirchen, Denominationen, einfach ganz viel Demut, ganz viel, wir haben gerade vorhin von der Liebe geredet, ganz viel von dieser Liebe mit reinzubringen und uns jetzt probieren, möglichst zu distanzieren von anderen. Ich finde das cool, ich habe mir da ein paar Beispiele aufgeschrieben, wo wir es schon gut machen, wir können das sicher als GVC auch noch immer noch besser machen, aber ich habe gerade an Schneiders gedacht, wo beim christlichen Forum in Wetzikon, habe ich mal davon mitgegangen, zum Mittagessen, und dann merkst du, Dionne und Steffi, die sind freundschaftlich verbunden mit Pastoren und Pastorinnen von anderen Kirchen. Und zwar von einer bunten Mischung, von allen möglichen Hintergründen und Strömungen. Aber das ist eine Freundschaft. Und ich habe Joel müssen denken, der Joel hat mir gestern gesagt, er tut heute Abend im Brider Gottesdienst predigen. Auch hier in Wetzikon, wo auch verschiedenste Kirchen zusammenkommen. Und ich darf es immer wieder erleben beim IGW und dort beim Schaffereden mit Leuten aus der Heilsarmee und aus der reformierten Kirche und aus dem ICF und aus der Viva-Kirche. Und ich finde es schön, dass wir da ein bisschen exponiert sind und probieren, das miteinander immer wieder zu suchen. Und wie gesagt, wir können das als Kirche sicher auch weiterhin noch besser machen und noch mehr Möglichkeiten finden, aber ich möchte euch auch die Einladung aussprechen und vielleicht die Challenge aussprechen, andere Christen, auf andere Christen zuzugehen, sie nicht als falsch zu sehen, nur weil sie nicht in die GVC kommen. Klar ist die beste Kirche, aber genau, zum Abschluss möchte ich euch nochmals so ein Jesus-Zitat geben, wo Jesus kurz bevor er nachher ist ans Kreuz gegangen und gestorben ist, unter darauf verstanden ist natürlich, aber kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist, gibt er noch so eine Abschiedsspeech, Abschiedsansprache an seine Jünger. Im Johannes 13 lesen wir dort. Und dort gibt er ihnen ein neues Gesetz. Er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An unserer Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass wir Jünger von Jesus sind. Hoffentlich. Das ist das Gebot, der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und ich habe es heute Morgen mal so durchgeredet, um mich so ein bisschen vorbereitet. Und dann bin ich über das Wort nochmal gestolpert, wo Jesus sagt, so wie ich euch geliebt habe, sollen wir einander lieben. Und dann ist mir bewusst geworden, weißt du, wer dort hockt, weißt du, wer euch ist? Das sind die Jünger von Jesus. Und zwar alle. Auch der Judas. Auch der Judas ist dort gehockt und Jesus sagt, hey, so wie ich euch liebe, liebt einander. Und ich bin nicht naiv und ich bin auch nicht, ich glaube, es hat absolut seinen Platz, dass wir manchmal einander unter Christen und Pastor und Kirchen vielleicht auch mal ein bisschen kritisch hinterfragen, vielleicht auch mal Sachen sagen, hey, da glaube ich, da gehst du in eine komische Richtung, dass so ein Gespräch darf stattfinden, so ein Ringen um die Wahrheit. Aber wenn wir das machen, dann in Liebe und in Demut und im gemeinsamen Füreinander. Nicht im möglichst zu zeigen, hey, ich weiss im Fall, wie es geht und du nicht. Und jetzt lass mich dir sagen, wie du solltest glauben. Ich finde, es soll absolut Platz haben. Das möchte ich mal gesagt haben. Nicht, dass wir jetzt sagen, man darf nicht mehr Liebe ist immer nur schön und gut. Das darf manchmal auch ein bisschen weh machen oder manchmal auch hinterfragen, aber es ist für die Person. Es ist nicht gegen sie. Es ist für das Gemeinsame und nicht dagegen. Als ich noch jünger war als jetzt, ich bin immer noch mega jung, habe ich das Gefühl. In meinem Kopf bin ich immer noch etwa 20. Als ich noch jünger war, also etwa 20 oder so, bin ich regelmässig an IB-Spiel gegangen, über mehrere Jahre. Und das waren Zeiten, in denen ich noch nicht sehr erfolgreich war. Also das ist noch ist noch schwierig gewesen, zum IB-Fan zu sein. Bin wirklich alle Spiele gegangen, bin ins Ausland gereist zum Teil. Jedes Auswärtsspiel in der Schweiz, sogar Vaduz hat dann noch gespielt in der Super League. Und meine ganzen Sündungen mit dem verbracht, IB nachher zu reisen. Und es gibt bessere
man hat Zeit besser einsetzen als das. Aber was mir geblieben ist, wir waren so viele Leute in diesem Zug, wir waren so viele Leute, die unterwegs waren, und es hat immer 2-3 Chaoten gegeben. Nein, nicht 2-3. 20, 30, 40 vielleicht. Aber ich fand es frustrierend, gefunden, am Montag gehst du arbeiten. Und dann war natürlich das Thema, ah ja, IB, man hat es mit meinem Gesicht angesehen, ob sie gewonnen hat oder nicht. Das ist besser geworden. Aber dann ist immer die paar Chaoten, wenn sie irgendetwas gemacht haben, immer sind die in den Schlagzeilen gewesen. Immer sind die, die in den Nachrichten kamen und alle haben von denen geredet. Und ich dachte, mega unfair. Wir haben so viele coole IB-Fans, wir haben so eine gute Zeit zusammen. Aber immer die paar wenigen, die sich nicht benehmen, die ein schlechtes Image abgeben, das sind die laut sind. Und dann ist der Vergleich im Sinne von unserem Leib. Es gibt wahrscheinlich schon die ein oder anderen Chaoten, die sich als Christen sehen und sich vielleicht so, auch so nennen, aber vielleicht am Leib eher schaden als helfen, wie sie sich verhalten. Aber ich glaube, unsere Aufgabe ist es nicht in erster Linie, probieren, möglichst die alle herauszufinden und die öffentlich so zur Show zu stellen. Lass es doch einfach lieben, wie Jesus geliebt hat. So wie er Judas geliebt hat. Und dann hoffen, dass es nicht zu viele von denen gibt. Das, was Menschen anfangen zu sehen, ist, Christen sind die, die lieben. Ich habe noch so ein paar Fragen, die ich möchte mitgeben. Wenn es um Gewohnheit geht, wie machen wir das als eine Gewohnheit? Wie können wir eine Gewohnheit machen, dass der Lieb Christi, dass wir dazu beitragen, dass für was wir bekannt sind, anders wird? Und jetzt zwei Gewohnheiten. Das eine ist die Gewohnheit vom Denken. Meine Frage an dich oder an uns ist, hey, wie denken wir über andere Mitglieder von diesem Leib? Wie denken wir über Christen, die Jesus ganz anders nachfolgen? Und das zweite ist die Gewohnheit vom Reden. Wie reden wir über sie? Was sind die Worte, die wir wählen, um über andere zu reden, die nicht da sind? Über andere Christen zu reden, die anders Jesus nachfolgen? Und ich glaube, wir haben gesagt, wir möchten über Gewohnheit reden, von dem riesigen Kontext vom Leib Christi. Und ich glaube, es kann eine gute Gewohnheit sein, zu sagen, okay, ich möchte nochmal hinterfragen, ob ich dazu beitrage, dass wir bekannt werden, dass wir die sind, die voller Liebe sind für andere. Und vielleicht, das habe ich heute Morgen auch noch aufgeschrieben, wenn dir es schwerfällt, gut über andere zu denken, wenn es dir schwerfällt, gut über andere Christen zu reden, vielleicht musst du eine Gewohnheit machen. Ich habe das auch in meiner stillen Zeit, wo ich die meisten Morgen von meiner Woche mache, ist eine Gewohnheit, von mir lieben zu lassen von Gott. Also bei mir zu starten und sagen, hey, okay, ich möchte mir schnell bewusst machen, dass ich geliebt bin von Gott. Und zwar mit allem, mit dem Guten, mit dem Schönen. Ich bin geliebt von Gott. Und in dieser Gewohnheit drin, lerne ich zu empfangen, lerne ich zu realisieren, dass ich nicht perfekt bin, dass ich seine Liebe brauche. Es war nicht ein einmaliges Ereignis, als ich 18 war, sondern immer wieder muss ich die Liebe erfahren. Und vielleicht hilft das uns, denn, wie wir über andere Menschen denken, wie wir sie sehen, wie wir über sie reden. Vielleicht ist das eine Gewohnheit, die du mitnehmen kannst. Ich möchte, das habe ich noch nie gemacht, ich möchte mit einem Zitat von der Mutter Teresa enden. Weil manchmal denken wir so, was machen wir jetzt mit dem? Das klingt jetzt riesig. Wie wollen wir GVZ Zürich-Oberland jetzt die Welt verändern? Dass wenn wir da in 6 Monaten zusammenkommen und wenn wir eine Umfrage machen, für was die Christen bekannt, sieht es ganz anders aus. Die Mutter Teresa hat mal gesagt, wenn du die Welt verändern willst, geh nach Hause und liebe deine Familie. Also wenn wir die Welt verändern wollen, fang einfach da an, wo du bist. Die Menschen um dich herum, wir müssen jetzt nicht die grösste Social Media Kampagne starten und der ganzen Welt sagen, was wir jetzt als GVZ Zürichwand gecheckt haben und werden machen und es sollen auch alle mitmachen. Lass es einfach da, wo wir sind, anfangen. Menschen zu lieben, so gut wie wir können, weil wir die Liebe empfangen haben. Über andere Christen, andere Mitglieder von einem Körper, auch wenn sie vielleicht ein bisschen krumme, kleine Finger sind oder was auch immer. Gut über sie zu denken, gut über sie zu reden, wenn wir die Liebe von Gott selber erfahren haben. Vielleicht können wir zusammen aufstehen. Oder nein, das können wir. Die mögen und können, dürfen zusammen aufstehen.
Ich würde gerne beten für uns und nachher gehen wir nochmal zurück in Worship. Und wir haben weiterhin, Marc hat es vorher schon gesagt, wir haben hinten rechts von euch aus gesehen, das Gebetsteam, das hörende Gebet. Wenn du ein Anliegen hast, wenn du eine Frage hast, aber einfach, wenn du möchtest, die von Gott sagen, etwas möchtest hören heute Morgen, komm doch auf das Team zu, sie lieben es, sie sind vorbereitet. Sie kommen hierher, um dir zu dienen. Und von dem her, tut ihr ihnen nicht, ihr plagt sie nicht, wenn ihr hinterher geht, sondern tut ihnen gefallen, dass sie da verdienen. Ihr dürft gerne auf sie zukommen. Wir haben ja das Abendmahl auf der rechten Seite, wo ihr dürft euch daran erinnern, dass Jesus euch liebt, dass ihr geliebt seid von Gott. Ich bete und dann gehen wir zurück in Worship. Ja, Vater, ich danke dir vielmals, dass du so ein grosszügiger und so ein liebender Vater bist. Danke für jeden Einzelnen, der da ist, der ein Sohn oder eine Tochter ist von dir. Und wir sind so unterschiedlich und manchmal gehen wir dann vielleicht auf die Nerven und manchmal sehen wir Sachen so anders. Aber ich bitte, dass wir immer wieder zu dem Punkt zurückkommen, wo wir uns das Gemeinsame, die Verbindung mit dir, die Annahme von dir, die Liebe von dir dafür bewusst werden. Ich bete, dass wir die da sind, die können anfangen, wo wir sind. Und dass wir dürfen Stück und Stück dazu beitragen, dass Menschen, die dich noch nicht kennen, dürfen sehen, dass ein Leben mit dir bringt eine Frucht raus, die schön ist. Wo genau das, was Paulus beschreibt, wirklich in unserem Leben wachsen darf. Danke, nimmst du einfach alle von uns an die Hand und dürfen wir einen Schritt in die Richtung machen. Wir müssen nicht morgen am Ziel sein, wir müssen nicht morgen perfekt sein, aber dürfen wir einen weiteren Schritt machen auf dem Abenteuer mit dir. Bete jetzt für die Worship-Zeit, bete jetzt für das hörende Gebet und für Menschen, die das Abendmahl kommen können, dass du einfach dort so gegenwärtig bist und dass wir dafür Begegnung mit dir haben heute Morgen. Amen.